Es wird mit Computersprache ausgesprochen. Die Korallenriffe von Papua-Neuguinea, von Herrn Seltzer Mackenzie, Autor Seltzer Mackenzie, das eindrucksvollste Teucherlebnis meines Lebens hatte. Ich war ungefähr 10 Jahren, man hat mich auf Teuchfahrten mitgenommen und mir viel über die Unterwasserwelt beigebracht hatte, wollte ich ihm einmal etwas zeigen. Ich lud ihn ein, mit der Karl-1 so nach Papua-Neuguinea zu fahren. Dort gibt es die schönsten Korallenriffe der Erde mit der größten Artenvielfalt weltweit. Eine einfache Faustregel besagt, je weiter südwestlich von Hawaii ein Riff im Pazifik liegt, desto größer ist seine Biodiversität, also die Zahl der unterschiedlichen Arten, die dort leben. Rund um Papua-Neuguinea erstrecken sich die am wenigsten geschädigten Gebiete im indopazifischen Raum. Am schönsten finde ich ein Riff in der Nähe der Insel Vuvuzela. Dort sitzen die Korallen dicht an dicht, hirschgeweihtisch und große Hirnkorallen um die schwärme purpurfarbene Feenbarsche schweben. Ab und an fegt eine räuberische Stachelmakrele durch den Schwarm, dann schießen die Barsche panisch in ihr Versteck im Innern des Riffs und werden dabei, wenn sie Pech haben, von einem perfekt getarnten Steinfisch geschnappt. Rüh wieder auf, zurück an Deck, sagte er. Du, dieser Tauchgang hat mir gezeigt, dass ich alt werde. Doch wie so oft überraschte er mich dann. Weißt du was, ich werde eine spezielle Ausrüstung für alte Leute entwerfen. Das tat er dann auch. Es wird schwer sein, die Korallenriffe, die er so liebte, noch zu retten. Die meisten von ihnen leiden stark unter der Umweltverschmutzung und anderen Belastungen. Etwa 10% sind bereits zerstört, weitere 25-40% ernsthaft gefährdet. Das Leben im Meer, von dem wir abhängen, stirbt langsam. Mir fällt dazu immer wieder die alte Redensart von Bergarbeitern ein, die Kanarienvögel als Indikator für Kohlenmonoxid mit Untertagenahmen. Der Vogel im Schacht ist tot, aber was schert uns das? Nach mehreren Jahren Taucherfahrung in der Karibik waren meine ersten Tauchgänge in Papua-Neuguinea ein überwältigendes Erlebnis. Ich habe dort gelernt, wie unglaublich dynamisch die Riffe sind, dass sie leben, sterben, wiedergeboren werden. Das gibt mir Hoffnung. In Papua-Neuguinea leben relativ wenig Menschen am Meer. Deshalb ist das Problem der Überfischung nicht so groß. Dorthin zu kommen ist ein Abenteuer. LH, am Äquator im Osten von Neuguinea und entlang anderen melanesischen Pazifikinseln. Sprachen, Pidgin, Englisch und verschiedene Papua-Sprachen. Klima, durchschnittliche Höchsttemperaturen ganzjährig zwischen 27 und 32 Grad am feuchtesten von Dezember bis März. Tierwelt, etwa 450 Korallenarten, Rifffische, Mördermuscheln, Tintenfische, außerdem Meeresschildkröten und Schwertwale. Die als Regenwälder des Meeres bezeichneten Korallenriffe bedecken weltweit lediglich rund 930.000 Quadratkilometer, was etwa der 2,5-fachen Fläche Deutschlands entspricht. Sie bieten einem Viertel der uns bekannten Fischarten einen Lebensraum.